Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Datateam TV Video mit eurem Frank Schröder. Heute widmen wir uns einer weiteren Retro-Runde, also Retro-Betriebssystem-Runde. Und zwar gehe ich diesmal sehr weit zurück zu meinen Anfängen, nämlich zur DOS-Zeit. DOS 6.22 mit Windows 3.11. Das waren meine großen Anfänge von meinem PC her damals. Da hatte ich noch einen 486er DX2 mit 66 MHz. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und das birgt einige Problemchen in VMware-Maschinen mit sich. Und da werden wir jetzt einfach ein paar Mal drauf eingehen. Ich bekam Windows 3.11 bisher nicht ganz sauber zum Laufen, aber größtenteils. Schauen wir mal, wie es diesmal läuft, weil manchmal klappt es sofort, manchmal nicht. Lassen wir uns überraschen. So, wir machen wieder eine virtuelle Maschine. Machen Typical. Wir installieren This will install the operating system later, weil wir hier von Diskette aus installieren, nicht von CD-Laufwerk. Dann müssen wir hier Windows auswählen und sehr weit zurücksuchen gehen, wo irgendwo Windows 3.1 steht. Denn ganz unten, da haben wir Windows 3.1. Damit fangen wir an. So, das nennen wir dann DOS. Ich prüfe nochmal nach, dass es wirklich DOS 6.22 ist. Ja. DOS 6.22 mit Windows 3.11. Ah. Das ist mal normalerweise meine Installation. Komm, ich lasse das A mal weg. Weil es ist eigentlich nur ein kleiner Patch. So, DOS 6.22 mit Windows 3.11. Dann, wie man installiert, schmille das auf das Netzlaufwerk. Ja, Festplattenspeicher, gut, 8 GB ist schon relativ viel. Vor allem für, ja, für DOS und Windows. Ich werde das mal runtersetzen auf nur 1 GB. Weil es ist einfach so minimal Platz, wo der benutzt. Komm, machen wir 2. Das ist schon für damalige Verhältnisse Wahnsinn. So, dann Customize Hardware. Und wir gehen hier mit dem Arbeitsspeicher etwas rauf. Aber wichtig, nicht zu weit, weil es gibt sehr, das wird Probleme geben, wenn man zu weit geht. Dann wichtig, wir brauchen ein Diskettenlaufwerk, wo wir dann die Image-Dateien wechseln. Hier haben wir Floppy Drive, so. Und dann nehmen wir hier ein Image davon. Fangen wir mit DOS an. Mit DOS 6.22, das müsste die, fangen wir mit dieser an. Ja, ist klar, die läuft auf einem Netzlaufwerk. So, machen wir Finish. So. Und dann starten wir mal wieder. Wird wie üblich die Warnung, dass ich eben übers Netzlaufwerk laufen habe. Gehen wir mal hier in den Fullscreen-Modus. Und dann Stretch. So. Sieht wie so üblich nicht sonderlich schön schick aus, aber wie gesagt, ist ja um zu zeigen. So, wir nehmen nicht Zugang in den Speicherplatz konfigurieren, ist die Festplatte. Dann wird jetzt neu gestartet, weil er hat jetzt nur die Partition erstellt. Jetzt formatiert er. Dann hat man eben das Land, das Tastaturlayout, Datum, Uhrzeit, alles. Einstellungen sind richtig. Installieren sind CDOS. Das war so. So, und jetzt kommen wir dann zur zweiten Diskette. So, VM Removable Floppy Settings. Und dann wechseln wir zur Diskette Nummer 2. Okay. Und klicken Enter. So.
Und dann müssen wir zur Diskette Nummer 3 wechseln. Das wird nachher lustig mit Windows 3.11, weil da sind mehr Disketten. 8, glaube ich. 8, 9. Ich weiß nicht mehr. 8 müssten es sein. Dann Diskette Nummer 3. So. Zum Neustart drücken Sie Eingabe. So. Ach, jetzt hat er dann doch wieder von Diskette gestartet. Disconnect. So. So, jetzt haben wir DOS laufen. Das ging schon relativ schnell. Jetzt machen wir wieder eine Diskette drauf. Und zwar die vierte. Das ist so eine Zusatzdiskette, aber da sind, wie soll ich sagen, noch zusätzliche Dateien drauf. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie das wie der Installer war. Quatsch. Nee. Was haben wir von Batch-Dateien? Setup. So. Und dann war es auf setup.cdoppelpunkt.dos, wo der Rest auch steht. All. Wir haben dann VGA-Monitor, sagen wir einfach mal. Und sagen Yes. Überschreiben. Yes. So. Damit haben wir dann schon mal den Teil durch. Das ist dann einfach nur die Basis von DOS. Und dann, wo habe ich das? Die Patches, Windows. Ich glaube, es gibt noch für DOS auch so ein. Jetzt komme ich. So ein. Europatch und so. So. Momentchen. Ach nee, das war für Windows direkt. Okay. Dann fangen wir mit der Windows. Zuerst das CD-Laufwerk. Das auch funktioniert. Wir könnten den danach von Windows 3.11 eigentlich von CD installieren. So, wo habe ich Patch-Treiber, CD-ROM-Floppy. So. Und dann haben wir das übliche Install. Easy Install ist ja am einfachsten. Und schon fertig. Und dann machen wir mal einen Neustart. Ach, jetzt hat er wieder die Diskette als erste. Hab ich doch jetzt. Hab ihn doch disconnected? Ah, ne. So. Und dann haben wir auch ein CD-Laufwerk geladen. So. Schauen wir uns mal die Config-Datei an. Das heißt, da machen wir noch .umb. Das sind noch so alte Sachen, die ich in Erinnerung habe. Konnte man da noch die verschiedenen Sachen in den höheren Speicher laden, damit mehr zur Verfügung stand. Und was gibt es überhaupt in der Auto-Exec-Pad? Schauen wir mal da. Da ist nichts Extras. Haben wir das Temp-Verzeichnis, das deutsche Tastatur. Auch wieder nichts Besonderes. Und dann haben wir ja das CD-Laufwerk. Gehen wir hier mal in Remove
Kabel Settings. Ich glaube, ich installiere dann doch lieber von Diskette. Ja, warum denn nicht? Ich glaube, das sind englische Versionen. Ich bin mir aber da nicht mehr sicher. Und vom CD-Laufwerk, schau mal. Das minus 311. Ah, ich bin im falschen Verzeichnis. Software, ISO, OS, Windows, Desktop, Windows. Und das, dann Windows. Und da habe ich 311.de. Ah, komm, wir versuchen, was er von der CD hält. Und können wir das an einem auch gleich demonstrieren. Wie Sie sehen, funktioniert's. Und da steht aber nur Windows 3.1. Ich weiß, ich kann mich erinnern, dass es eine Version gab. Da stand zwar Windows 3.11 drauf, also Windows 3.11 für Workgruppe ist das eigentlich, aber es war nur Windows 3.1 drin. Und möchte ich dann doch lieber die richtige, die 3.11er installieren. Wenn es dann eben Englisch ist, ist es halt Englisch, ist ja dann noch egal. So, schauen wir uns diesen Installer an. Ah, Sie sehen, da steht direkt Windows for Workgroups bei 11. Da ist die richtige Version. Ist dann aber auch leider Englisch. Ich könnte schnell schauen, ob ich dann eine deutsche Version finde bei WinWorld PC. Ihr wisst ja, da ich habe auf meiner Seite die Links dafür. Windows for Workgroups 3.11. Gibt es da was auf Deutsch? Gibt es da was auf Deutsch? Englisch, French, German. Da habe ich eine deutsche Version. Ja, die könnte ich hier haben. Schau mal, ob sie downloadbar ist. Ja, das wäre dann können wir auch die nehmen. So, dann mache ich hier mal kurz wieder, gehe ich mal raus. So. In Ordner anzeigen, warum sehe ich meine Ordner nicht so? Extract to. So, dann setze ich das schnell hier auf meinen Server drauf. Ist sehr praktisch, weil diese ja so mini sind. So, German, genau. Und dann laden wir hier die VMware. Und dann nehme ich die deutsche Version. Wenn ich schon ein deutsches Video mache und ich die deutsche Version finde, dann kann ich das auch so machen. Finde ich zumindest mal. So. Ist das zweimal da drin? Komisch. Nochmal, um zu zeigen, es kommt von der Seite WinWorld PC. Hier kann man das offiziell runterladen, diese alten Versionen. Gehen wir mal hier zur Bibliothek, sehen hier alte Windows-Versionen. Und wenn dann mal irgendeine Version zurückgenommen werden muss, wie der Windows XP, dann steht das auch da, weil sie sich keine Probleme mit Microsoft oder so suchen gehen. Ist ja klar. Weil ist schon. Finde ich toll, dass man diese alten ISOs und Floppies downloaden kann von direkt. So, dann versuchen wir unser Glück auf Deutsch. Windows für Workgroups 3.11. So, machen wir Eingabe weiter. Wir machen ein benutzerdefiniertes Setup. Wir machen also B. Wir gehen auf C Windows, das ist okay. Anzeige WGA, das müssen wir noch so bleiben, weil da gibt es sonst Probleme mit der Anzeige. Das werden wir danach umändern können. So, und
diese dritte Angabe. So. Und dann geht das Spielchen mit den Disketten hin und her. Ich gehe mal hier aus dem Vollbildmodus raus, weil das dann doch einfacher ist, wenn ich die Disketten wechseln muss. Und Diskette Nummer 2. Okay. Na. Weil, wie gesagt, wenn ich für die Super VGA, was eigentlich funktionieren sollte, auswählen, würde der Installer blockieren. Weiter. Schön, hier ist alles ausgewählt. Kann man einfach weiter. Da kann man auch verschiedene Sachen auswählen, wenn man hier Dateien sieht. Da gibt es so verschiedene Punkte. Aber da, ich möchte immer alles. Wir haben ja genug Platz. Von daher ist das ja auch kein Problem. Und die nächste Diskette. Nummer 3. Okay. Und okay. Und schon sind wir bei Diskette Nummer 4. Copy Settings. Ich glaube, ich kann mich nicht noch von da unten wechseln. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Diskette 4. Und los geht's. Und dann Nummer 5. Von da unten. Ich denke nie daran, wie man sieht. Im Alter vergisst man. Und dann kommen wir schon zu Diskette Nummer 6. Ja, früher war das eine Geduldssache. Ich sehe, wie schnell das heute da lädt. Und das ist eben genau das Problem. Es geht zu schnell für diese alten Versionen. Und dann gibt es so spezielle Patches, die man installieren muss. Was jetzt 7? Ich weiß nicht mehr. Ja. So, Drucker konnte man dann auch noch installieren, wenn man einen wollte. Haben wir hier nicht. Netzwerke. Man kann Microsoft Windows Netzwerk installieren. Das richte ich aber später ein, weil mir noch das TCP/IP Protokoll fehlt. Das muss noch nachinstalliert werden. Deshalb können das halt hier schon drin setzen. Treiber, Adapter hinzufügen. Welches war das jetzt? Ja, komm, wir machen mal die Erkennung. Läuft. Ja. Ich glaube, da muss ich dann anderen Netzwerktreiber wählen. Schauen wir mal kurz an, welche das war. Ich habe hier nicht mehr stehen, welche Version das ist. Früher hat man dann einen Namen da stehen, dass man wusste, welcher Treiber es ist. Aber das ist noch nicht so weiter tragisch. Das finde ich auch noch aus. Mich nicht alles täuscht, hatte ich damals mal so eine CD gemacht, wo ich die Treiber schon und die Patches vorpräpariert habe. Schauen wir das mal nach. So, wo könnte ich das Patches-Treiber
Da der 3-1-Bug. Das müsste die Stats sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Gehen wir mal, versuchen wir es einfach mal. Nicht aufgeführt. Durchsuchen. Gehen wir hier aufs CD-Laufwerk. AMD. Weil da habe ich sogar den DOS-Treiber drauf. So. Und dann, ups. Nein. Protokoll hinzufügen. Nicht aufgeführt. Wir wollen ja dann auch noch ein TCP-IP-Protokoll, aber ich weiß nicht, ob ich da nicht zuerst was installieren muss. Also unter Windows. Ne, der scheint so okay zu sein. So. Schließen. Und weiter. Nennen wir das einfach Frank. So. Computername, machen wir Win311 draus. Machen wir OK. Und dann müssen wir die nächste Diskette mal reinmachen. Diskette 8. OK. 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 Und dann noch Diskette 9. Auf dem Englischen gab es nur 8 Disketten. Und weil die Dateien aber etwas größer auf Deutsch sind, gibt es da 9 Disketten. Kann man dann auch noch sagen. So. Wir stellen einfach DHCP ein. Und dann als Gateway meine Fritzbox. Ups, der Numlog ist nicht an. Gateway, Windserver gibt es nicht, wir haben hier DNS und dann geben wir mein DNS ein, das ist der 25, jetzt wusste ich selbst nicht mehr. Ah, Hostname. So, machen wir OK, alle Änderungen kann er selbst machen. Kann man nochmal suchen, dass er alle Programme findet. Machen wir ganz klar ja. So, alle hinzufügen. Weil da findet er, wie gesagt, Backup-Programme noch, die QBasic, den Undelete und so weiter. Boah, Lernprogramm lasse ich nicht ausführen, weil das bringt nichts. Und dann starten wir neu, wo er dann wieder auf der Diskette hängen bleibt. Und das Geduld. Könnte sein, dass ich zuerst die DOS-Patches installieren muss. Ne? Einfach auch das Netzwerk, das etwas Zeit braucht. Und schon sind wir hier in einem Windows 3.11-Umgebung. So. Und dann, wie man sieht, ist die Auflösung sehr bescheiden im Moment. Das können wir aber noch etwas umändern. Da haben wir hier das CD-Laufwerk und da habe ich den VGA-Patch. Ich mache schon mal hier den 2000er
Downloaden Sie das Update und so weiter. Install Windverzeichnis. So gut, machen wir unter DOS. Muss ich auch den Windows 2000 Patch installieren. Machen wir Windows beenden. Ja. Und dann gehen wir auf die. Wir sehen hier Windows for Workgroups. Ups. Ah ja, das geht, da muss ich noch was anderes laden, dass das funktioniert. Y2K.de dir und dann install nach C Doppelpunkt Windows. So. Und dann, nee. Patch muss ich finden. Wenn mich nicht alles entsinnt, muss ich den zuerst entpacken. Das ist. Dann gehen wir da, dann machen wir das so. Sollte doch automatisch funktionieren. Auf jeden Fall sollten wir jetzt dann schon mal das Jahr 2000 Problem haben. Schauen wir nur, dass der File Manager funktioniert. Weil der ist der, der gepatcht wird. Schauen wir, funktioniert der? Der funktioniert. Gut, dann schauen wir WGA-Patch da. Schauen wir mal. See Windows System. If not, you have to get this WGA. System, dann schauen wir mal nach. Habe ich da ein SVGA? Den habe ich noch nicht. Gut. Der ist auch nicht hier mit drauf. Nein. Gut. Da ist noch dieses DOS Idle. Da gab es ja auch Probleme. Scheint aber hier nicht betroffen zu sein. So. Und dann müssen wir zuerst den VGA-Treiber laden. Doch, der müsste auf Diskette sein. Die Zeit läuft und läuft. Aber das ist mit diesen alten Systemen halt so. Patches Treiber habe ich hier, da ist das SVGR, das müsste der richtige sein. Okay, und dann verbinden wir den mal wieder. Und da sind die Dateien, super. Gut. Datei beenden und dann Systemsteuerung. Wo habe ich die Treiber? Das ist für die Soundkarte, brauche ich jetzt nicht. Kommen wir führen einfach den Windows Setup hier auf. Das geht einfacher. Systemeinstellungen ändern und dann gehen wir hier. Na, andere Anzeige. Dann haben wir hier Super VGA Large. Können ja Small geht auch. Das ist eben die Schriftartgröße. So,
Normalerweise sollte Windows jetzt nicht mehr starten. Das ist mal die Theorie. Weil da muss ich zuerst diesen Patch draufsetzen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, ob das schon gepatchte Dateien auf der Diskette sind oder nicht. Aber sieht so aus, als hätte ich recht. Ja, und jetzt müsste er schon längst da sein. Gut, machen wir hier Restart. So. Ich habe ihn ja schon hier in Patch. Wie ist der da, ne? Ja. WGR Patch P. Gut. Copy WGR Patch. Patch. Auf C Doppelpunkt Windows. Ne, das wird nicht funktionieren. Weil er dann die Datei nicht findet. DOS war nicht gerade schlau damals. So. Und dann schauen wir mal. So, das ist so ein Fehler. Der ist den ich kenne. Drückt einmal Ctrl-Alt-Delete. Und dann ist man drin. Ist leider irgendwie ein Konflikt mit der Grafikkarte und so. Aber zumindest funktioniert's. Das war mal das. Und dann haben wir noch den Soundtreiber. Muss der installiert werden? Moment, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, der muss richtig installiert werden. Ja, der hat einen Installer. Und das, glaube ich, war auch unter DOS. Gehen wir mal hier wieder raus. Ich bin ja im alten Windows. Nee. So, und dann installieren wir. Genau, er hat Windows gefunden. Boot gefunden. So, das sind halt die Standardsachen. Jetzt fügst du ja noch die verschiedenen Punkte in Backup. So, F10 Reboot. Wieder rausschmeißen. So. Jetzt bekommen wir wieder dieses schöne farbige Bildchen. Sehen, der Ton funktioniert. So. Das war ich glaube ich zu schnell. Ne? So, das haben wir dann das durch. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist. Macht einfach. Gibt's für DOS. Brauche ich nicht. Yes. Das war aber ganz schlecht. Jetzt hat er mir meine Farben gekillt. Windows beendet. So.
lustig, dass dieser Ton noch immer funktioniert. Ja, vermisst man irgendwie. So, so, so. Dann haben wir den Sound, haben wir. Wir haben die Grafikkarte. Das ist die CPU Load Reduction, ja. Das ist, wenn der Prozessor zu viele Ressourcen frisst. Das habe ich noch gar nicht geschaut, ob meine virtuelle Maschine total überlastet ist. Schauen wir. OBS, VMware, los geht. Ja, wo bin ich denn jetzt? Install copy wiki to Windows System and the line system thingy. Gut. Ja. Dann kopieren wir. Machen wir. Es geht ja alles nicht mehr wie heute. Kopieren. Und dann wohin? Nach C Windows. Machen wir das, dass wir das auch diese Probleme umgehen können. Schauen wir nach in der C Windows System, ob wir diese Datei jetzt haben, die wie auch immer. WQ, na, das geht ja auch nicht. WQ. Ich sehe sie nicht. Ich habe es doch. Ist ein falsches Verzeichnis wieder gelandet. Dass, wenn man so hin und her springt. Ja, da steht sie. Und dann soll diese Datei noch ins Windows System INI geladen werden. Dann machen wir das. Wo ist System INI? System INI? System INI? System VRI? System INI? Und da sollen wir mit der 386 Enhanced diesen Treiber laden. Das heißt hier, dann sieht man hier ganz unten, dann machen wir das so. Datei beenden. So. Ich prüfe nochmal, dass wir dann alles hier haben. Ja. Machen wir beenden. Beenden. Und dann müsste noch das Idle geben. CDV0210. Und dann C. Make dir, MD DOS idle, D copy, Sternchen, Punkt, Sternchen, auf C Doppelpunkt, DOS idle, so, dann habe ich das auch, weil dann kann ich das CD-Laufwerk wechseln, weil ich habe da noch eine zweite. Ich das? Patches, Treiber, doch, bin doch korrekt. Warum wird er mir nicht angezeigt? Ist es dann doch keine ISO-Datei? Schauen wir nochmal in die Datei rein. Steht, heißt der mal ISO? Sehr, sehr clever. Ah, das ist die gleiche Datei, 3.1.
Das ist doch die, die ich gerade geladen habe, glaube ich. Ja, das ist das Gleiche. Gut. Ist halt nur komprimiert. Ist sie bedeutend kleiner. Da. Grafikkarte habe ich. Soundblaster habe ich. Archiv habe ich. Den Treiber habe ich auch. Noch den Win32S Patch. Den glaube ich muss ich. Da muss ich mir wieder so eine schnelle CD basteln. Wo habe ich dann meinen Power ISO? Power ISO, wo bist du? Und so. Weil da gibt es noch ein paar Patche. So. Save. Als nicht als DAA, ich möchte das als ISO. Und dann Desktop Windows 3.11. Patches. Updates sind das. Updates 3.11. Nennen wir das einfach so. Haben wir die Datei auch schnell fertig, weil die habe ich erst kürzlich gefunden und erst runtergeladen, deshalb habe ich die noch nicht bereit als ISO. So, Update. Ach ja, da, wie gesagt, ich versuche alles so weit wie möglich auch online zur Verfügung zu stellen. Das heißt auf meiner Seite ict.fans, also ICT.fans, findet ihr dann die Treiber. Respektive ja, Patches, Updates, das hängt jetzt davon ab. Die hier noch nicht, die muss ich nur noch später hinzufügen, aber das kommt noch. So. Und dann. Ah, das sind dann doch DOS-Teile. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mein Fehler. Wie gesagt, ich entdecke diese Patches auch gerade mit euch. Von daher. Und Sie sehen, wie empfindlich Windows 3.11 damals war. Heute nicht viel besser. Je nachdem. So, Win 3 Euro. Okay, das wird dann extrahiert. Dann gehen wir auf C. Machen eine Datei Win 3 Euro. CD Win 3 Euro. Und dann kopieren wir von D das Win 3 Euro. Ups. Punkt Sternchen. So, und dann können wir hier das Ganze dekomprimieren. Ja. Und dann gibt es ein Setup. Aber dafür gibt es dieses Batch-Datei. Ich nehme mal an, dass ich die ausführen muss. Okay. Bin richtig. 3 Euro. Ja. Muss ich dann noch hier angeben, wo mein Windows sich befindet. Damals gab es so automatische Erkennungen nicht. So. Dann ist das auch schon gemacht. Und was haben wir dann noch? Dieses D29346 stimmt auch. Ah, das ist der Patch für das Kalk. Und dann... ach, jetzt habe ich diesen Win32SV. Nicht dekomprimiert. Weil damit hat dann glaube ich, wie heißt der? Windows 3.11 Problemchen. So. Save.
jetzt auch eine ISO, weil es so schön ist. Ach, Updates. ISO. Win32s.iso. Und dann wechseln wir hier die CD. Auf diese ISO-CD. Und perfekt. Aber ich glaube, das ist ein Setup, wo ich unter Windows ausführen muss. Ja. Oder? Irgendwas tut sich ja. Warten wir mal ab. Abwarten und Tee trinken. Manchmal dauert es ja eine Minute. So, so, so. Und da. Nein, scheint noch nicht zu laufen. Ich glaube, da starte ich einmal neu. Windows. Ach komm, es dauert schon zu lange. Es gab auch einen Internet Explorer, so mal so als Nebenbemerkung. Wie gesagt, man kommt ja damit nichts mehr ins Netz. Von daher sollte er ja auch nicht mit so einem alten so sehen, wenn man wartet. Man doch am besten einmal Ctrl-Alt-Delete und dann wieder Enter und schon ist man wieder drin. So, und wo habe ich das Setup-Option? Da. Und da bekommt man sogar noch FreeCell dazu. Und schon wird man wieder aus Windows rausgeschmissen. Schade, dass es nach wie vor keine Lösung gibt mit diesem Fehler beim Starten. Es hat aber wohl hauptsächlich damit zu tun, dass es durch das Netzwerk. Wenn man kein Netzwerk lädt, hat man dieses Problem mit dieser Grafik nicht so. Aber da ich ja alles zeigen wollte, sehen, es geht ja eigentlich mit diesem net.dde, wo er hängen bleibt. Na? Muss ich wieder so neu starten. Ist ja mal mit dem bestimmt der Speicher, der voll läuft. Da.
Na? Und dann ist es fertig. Wie gesagt, man findet im Netz, dass es da immer wieder Probleme gibt. Mit dem, durch den, ist eigentlich durch den AMD-Treiber, Grafik, auch Grafik, Netzwerktreiber. Aber, ja, leider hat man da nicht viele Optionen. Wie gesagt, man findet einiges so im Netz, aber leider nichts, was wirklich ohne Probleme laufen würde. Ist eigentlich schade, aber nein. Ach ja, ich wollte noch den CD-Treiber. Ach, CD-Treiber. Den Internet Explorer. Dass wir den auch drauf haben. Internet Explorer 3 für 3.11. So. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Hm? Warum steht da nichts drin? Hm? Was ist denn da schiefgelaufen? Geh ich mal da raus. Momentchen, muss ich da prüfen. Eigentlich habe ich das doch hier dekomprimiert. Hm? Steht doch da. Das sagt man wieder, die Mystère de l'Informatik. Na gut, mache ich das Ganze nochmal. Power ISO öffnen. Schauen wir das nochmal nach. Sollte doch. So, und jetzt mal sehen. Hier kein Refresh, ne. Das müsste doch mit der 5 neu laden. Datei. Machen wir es nochmal. IE311. Na? Beenden. Dann gehe ich hier einmal die CD laden. Ich habe jetzt einfach noch meinen zweiten ISO gemacht. Stehe nicht, warum da nichts drin sein sollte. IE311. Ja. So, ich möchte doch noch. Da ist er doch. Und schon haben wir einen Internet Explorer. Zumindest den Installer. Oh, da gab es sogar Outlook Express. Komm, wir installieren mal alles. Ich habe absolut keine Ahnung. Möchten Sie lieber Datei beibehalten? Ja. Oh, Schutzfehler. Na, ich glaube, der Internet Explorer lässt sich nicht installieren. Verträgt sich dann doch nicht. Und einfach eine Basisinstallation ohne viel Pipapo. Testen wir den. Ne, macht direkt da einen Schutzfehler. Na, kann ich nicht ändern. Da. Ja. Da kann man halt nichts daran umändern. Na, kommst du raus hier? Nur einmal zum Zeigen. Machen wir hier. Wo ist die meine Maus? Treiber. Ich mach mal hier löschen. Schließen. Okay. Okay. Nee. Brauche ich nicht. Abbrechen. Müssen Sie.
werden sie keine... Ja. Und dann lassen wir mal neu starten. Nur einmal zum Zeigen. Wie gesagt, dass da Probleme halt mit dem Netzwerktreiber sind. Sie sehen. Dann startet er ganz normal. So, soweit dazu. Dann machen wir noch weiter. Ich habe hier noch den Microsoft Network Client zu installieren. Unter DOS. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche ISO ich geladen habe. Patches Treiber. Updates. Nee, wo ist der denn? Doch hier. Wo ist denn der? Ah, ich bin nicht auf der CD. Hab mich geirrt. Mein Fehler! Updates 3.11. Patches Treiber 3.1 Bug. Genau den brauche ich. So, hier gehe ich dann mal raus. Datei Windows beenden. Und dann wie heißt der CDMS Client? Hier. Was muss ich da ausführen? Den Setup. So. Installieren wir das. Working, sieht man unten rechts. Und dann Network Not Shown. So. Der blöde. Das ist dann AMD PC Net. Und dann DOS. Findet ihr ihn? Genau. Genau. Ja. Stimmt, korrekt. Installation complete. Und, ach, er startet automatisch neu. Das ist aber praktisch. Falsche Tastatur noch. So, das ist beim ersten Start. Wie gesagt, haben wir noch kein Netzwerk. In Windows. Ne, gehen wir mal. Veräppelt der mich? Ups. Probieren wir es einfach nochmal. Adapter hinzufügen, nicht Auto fehlen. Durchsuchen. Gehen wir hier auf D, AMD PC Net, Windows for Workgroups. So. Machen wir einfach mal so. Das müsste ja dann reichen. Einfach nur die Basic. Möchten Sie die Datei mit den VR-Versionen, die Sie gerade ersetzen? Nein. So. Starten wir neu. Dann werden wir sehen, dass dann wieder diese Grafik komisch sein wird. Hat mir da irgendwas zerschossen? Haben wir meinen Path? Wo ist denn da das C-Windows hin?
Wird erst nach dem Neustart funktionieren. Und Sie sehen, sobald dieser Netzwerktreiber geladen wird, haben wir dieses komische Phänomen mit der Grafik. Somit haben wir den Beweis. Treiber löschen. Ja. So. Nehmen wir das mal alles wieder weg. Ich brauche ja nicht unbedingt einen Treiber. Und dann, wo lade ich das Idle noch? Was mache ich denn hier? Da ist das zu viel. Ich brauche hier machen wir Remark. Remark. Das brauche ich nicht. Und dann. Wie komme ich denn hier den Shift hin? Ja, hab wohl den falschen Taste erwischt. C DOS Idle und dann DOS, wie heißt der? DOS Idle.exe. Jetzt bin ich nicht mehr sicher. Kann ich ja schon mal reinschreiben. Ja. Und dann rebooten wir. Dass ich das auch schon mal reingebe. Ist nämlich so, dass DOS eigentlich, wenn er nichts zu tun hat, die Prozessor nicht in den Idle-Modus setzen kann. Und von daher. Wie gesagt, wird dann immer ein Prozessor gebraucht, was ein Blödsinn ist. Das WK habe ich hier drauf, das Jahr 2000, war Eurosupport. Haben wir schon alles drin. So. Ja, ich habe kein Netzwerk. Bla bla. Möchte ich ja dann auch jetzt nicht. Kann man eigentlich Netzwerk wegmachen? Ah ja, habe ich ganz vergessen. Das kann ich ja da machen. So, so und so. Lassen wir das einfach so laufen. Ist ja dann noch egal. Wird er sich wieder aufhängen, weil er nicht genug Speicher hat. Da muss ich wieder auf meinem alten Wissen rauskramen, weil da gibt es so Einstellungen in Configs und AutoExec, um den Speicher zu erweitern. Es gab, oh Gott, wo habe ich das? Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwo diese alten Infos habe. Ich denke nicht. Wieder einen Neustart. Ich könnte noch den den EMM 386 Treiber laden. Das könnte noch helfen. Wo bin ich denn? So, das Heikma UMB und dann haben wir hier Device gleich. Schon wieder. Ah, jetzt weiß ich. Ich gehe hier auf die falsche Stelle. Das suchen. Ich bin mir oben groß. Schreibt, habe ich auch hier groß. Windows EMM 386.exe mit No EMS. Komm, dann mache ich Exe auch groß.
was machen? Ich glaube nicht. Doch. Falls 30 Stacks. Alles gleich 0,0. Buffers. Ja. Richtig schreiben. Ist. Was sollte ich immer kommen? 20, glaube ich. Und dann nehmen wir hier Device rein. Das heißt, wo ich gesagt habe, dann werden wir das in höheren Speicher setzen. Falls ich, muss ich hier, gehen wir mal auf 60. Im Lock wieder nicht. Weil hier unten steht es nochmal hier. Ah, da stehen auch die Stacks. Ich bin blind. 9,256 stimmt. Wieso habe ich jetzt 0,0 im Inneren? 9,256 ist eigentlich viel richtiger. So, wie gesagt, Device High, das ist ein Netzwerktreiber, das ist der CD-ROM-Treiber. Dann nehmen die schon weniger Speicher weg. So haben wir dann jetzt so, glaube ich, alles durch, was man da so eingeben kann. Ich schaue nochmal in meine Notizen. Ist immer gut, wenn man seine eigenen Notizen noch hat. Okay, das ist soweit okay. Leider ist jetzt speichern, ja. Und dann noch die Auto-Exec etwas besser. Und zwar machen wir hier den Echo off, dann werden wir nicht jede Zeile sehen, weil der ist der hier unten. Eigentlich können wir den Dollar prompt, können wir schon hier auch setzen. Prompt. Wo habe ich jetzt das Dollarzeichen? Gott. Dollar P, Dollar G. So. Das ist eigentlich egal. Und dann hier, den laden wir hoch. Load High heißt das, LH. Ich weiß jetzt nicht mehr den Smart Driver. Smart DRV, kann ich den hochladen? Ich bin mir da... Nee, lieber nicht. Ich gehe mir da keinen Fehler, Problem suchen. Und dann den noch. Was Mem? Sie sehen, wir haben hier keinen hohen Speicher. Wir haben aber diese 640K da immer, also 638 eigentlich. Und dann schauen wir mal, wenn wir neu starten. Also Sie sehen, es sind nur 518K verfügbar für einen hohen Speicher. Für ein Programm. So, machen wir hier mal Restart. Ich kann mich erinnern, dass es damals noch so ein... wie heißt es? So ein Automatisierungsprogramm gab, um das zu laden. Was ist denn hier los? Warum geht der nicht weiter? Memmaker, so hieß der. Warum? Oh, ist aber seltsam. Da hat er ein Problem. Wie war das? Ja.
Jetzt muss ich den Befehl wiederfinden. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gerannt. Der ist es nicht. Wie man hört, macht es nur Bip-Bip. Der ist es nicht, der ist es nicht. Normalerweise gibt es so einen Befehl. Dann kann man Shift das Ganze überspringen. Ja, natürlich habe ich jetzt nichts geladen. Warum hat er da ein Problem mit dem EMM? Das muss ich nachprüfen. Gott, ich wusste nicht mehr, dass ich Shift drücken muss. Schon so lange her. Schau mal, ob es das überhaupt ist. Ja, ist der EMM. Warum funktioniert der EMM nicht? Das sollte aber ohne Probleme so funktionieren. Der ist auch da. Der ist von 93 und der hier unter DOS von 94. Oh, den posieren wir den mal. Ich nehme nur den No EMS mal weg. DOS. Nicht, dass er damit Probleme hat. Suchen wir es nochmal. Könnte sein, dass er in der virtuellen Maschine nicht kompatibel ist. Ja, so funktioniert es. Und? Ich habe aber keinen Abspeicher zur Verfügung. Sehr seltsam. Mit No EMS schauen wir doch mal. So. Sehen, da hat er Probleme mit dem Speicher, mit der virtuellen Maschine. Und zack. Okay. Ah, jetzt habe ich Cancel geklickt anstatt. Warum überspringt er das jetzt nicht, so wie ich es gesagt habe? Les mystères de l'informatique, wie ich so immer so mag. So, jetzt lasse ich mich nicht mehr warnen, weil das ist. Ja. So. Das heißt, mit dem No EMS funktioniert es nicht. Und mit RAM. Sehen, nicht alles, was früher funktioniert hat, ist noch mit der virtuellen Maschine von VMware kompatibel. Unter DOSBox zum Beispiel funktioniert das noch. So funktioniert das auch. Er hat wirklich Probleme mit dem EMM. Also sehen, hier wird jetzt Tor Speicher benutzt. So. Sehr, sehr seltsam. Gibt es den MemMaker noch? Ja. Und wir malen Express. Wird der EMS, ja. Und?
Das war so ein Programm, das automatisch dann die Config- und Autoexec-Datei verbesserte. Und dann den Moment anpasste. Das war schon praktisch. Aber ich weiß nicht, ob es hier funktioniert wegen dem VMware. Okay, ich hatte ja schon den perfekten Einstellungen. Wie man sieht, habe ich nichts gespart. Vom Speicher ist aber egal. So. Fehler laden. Ja. Warum will jetzt mein Windows nicht? Hat er die Datei jetzt überschrieben etwa? Wo ist WGA? WGA, WGA? Komm, ich mache einfach. Das weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Komm, ich gehe mal hier einfach auf WGA über. Diskette Nummer 1. Dann bekommst du Diskette Nummer 1. Manchmal passieren Sachen, ich verstehe es nicht, aber mit der Zeit. Connected. So. Und dann Diskette 2. Ich hätte jetzt gleich einfach die Dateien so nehmen können, wie sie da sind, aber ich lasse sie lieber überschreiben. Weil könnte ja sein, dass hier irgendwie eine Datei jetzt beschädigt wurde. Die Tücken der Technik. Also jetzt aber, muss ich jetzt fast jede Diskette da wieder eingeben? Ups, das war das Falsche. Okay. Und jetzt? Okay, das funktioniert. Dann. Nee, Windsetup. Optionen. Könnte aber, ich habe da an etwas gar nicht gedacht. Könnte mit dem Speicher zusammenhängen. Könnte effektiv mit dem Speicher jetzt zusammenhängen, dass der das nicht abladen kann. Wo habe ich denn hier Windows? Wo sind meine Treiber? SVGR. Muss ich danach den hier laden? SuperVGR Small. Okay. Neu. Neu. Windows neu starten, das wird ja dann nicht funktionieren. Klar. Weiß ich ja. Und dann was? VGA Patch P. So. Und schon klappt es wieder. Ne, die Datei scheint einfach nur überschrieben worden zu sein. So. Hat er mir aber jetzt Angst gemacht hier. Ich will unnötig Zeit verlieren. Aber das ist halt. Was habe ich überhaupt hier? Was hat er mir denn da? Invalid Format. Das ist nämlich der, wie heißt der?
die VMware Tools CD. Er wollte die VMware Tools installieren, aber die sind ja ganz klein nicht kompatibel. Weil einfach zu alt. Ich glaube nicht, dass es noch VMware Tools gibt, die mit DOS kompatibel waren oder Windows 3.11. VMware Tools Windows 3.11 Support. Gibt's sowas noch? VMware Tools for Legacy? There are no for Windows as per this document. And must use the control to release the mouse from a hope that clears. Nein, es gibt keinen. Schade eigentlich. Warum? Keine Ahnung. Boah, die Seite öffnet sich nicht mal. Ist eine VMware-Seite und die öffnet sich nicht. Aber was soll's. So. Datei beenden. Was können wir dann hier noch sehen? Ja, wir haben hier unsere DOS-Eingabeaufforderung. Und wie man sieht, wenn man zurückspringt, ist das nicht gerade das Ideale. Das hatten wir ja schon vorhin. Selbst im Vollbildmodus wird sich da nichts ändern. Das ist leider, wie gesagt, bedingt, weil der Treiber einfach nicht kompatibel ist. Es gibt so einen gepatchten Treiber, aber richtig kompatibel gibt es halt leider nicht von VMware. Die haben das einfach nicht unterstützt. Ich finde das einfach schade. Muss ich jetzt wieder komplett rebooten. Sieht so aus. Machen wir das einfach. So. Bin. Ja? Nach dem Neustarten kann er den Treiber nicht mehr laden. Das ist aber sehr seltsam. Das heißt, der hat dann damit auch Probleme mit dem Speicher. Mit diesem EMM da. Ich probiere es einfach mal so. Ob das was ändert. Der EMM-Treiber, der verhindert, dass diese Grafikkartentreiber geladen wird. Mein Gott, das hatte ich so bisher noch nie gesehen. Und ohne RAM. Versuchen wir es mal. Netzwerkgruppe. Stärke.grp. Delete Netzwerk.grp. Das war jetzt keine ganz clevere. Weil wir ja das dann die verlieren. So, Systemsteuerung. Jetzt haben wir die Farbe. Kann man die Windows-Farben ändern, Maus-Anschlüsse können nicht initialisiert werden. Ja, virtueller Speicher konnte man dann auch alles ändern. Midi-Mapper, Datum, Ländereinstellungen sollten ja richtig sein. Er kennt auch das Jahr. Das funktioniert sonst ja auch nicht. Der Treiber hatten wir ja davor vorhin einmal gesehen.
Druckmanager, so Office haben wir hier Windows 32 Applikationen, da ist der, das ist das FreeCell, das ist so ein Kartenspiel, Autosoftware, Anwendungen, die er so gefunden hat, wie gesagt, ist der Microsoft, das war da so ein Antivirus, Telnet, DOS, Backup-Programme. Was haben wir sonst? Spielchen, ja gut, das Standard Solitär, Minesweeper und Hearts. Und unter Zubehör haben wir Medienwiedergabe, gutes altes Paintbrush, ja! Mein Gott, das war schon lustige Zeiten. Mit was wir da uns begnügt haben. Nochmal hier, dass Sie sehen, Windows 3.11. Wie gesagt, der Explorer, also der Dateimanager damals, hielt sich auch etwas beschränkt. Dein beenden. So, wie gesagt, Windows Setup konnte man dann immer noch mal nach ausführen. Dann hier, wie gesagt, wir haben halt nur Super VGA mit 256 Farben. Eigentlich schade, dass er keine andere. Keine andere drin hat. Schauen wir nochmal nach, aber ich glaube, es war die einzige, war nicht mehr als 256 Farben möglich. 256, ja. Der hatte nicht mehr als 256 Farben, dieser Treiber. Es gab andere Treiber, aber wie gesagt, mit der VMware halt nicht kompatibel. So, dann habe ich da einmal einen schnellen Rundgang gemacht. Machen wir Windows beenden. Was gab es noch? Zu DOS gab es noch. Nee. Wie heißt der? Na, gehst du da raus? QBasic. Und dann hatten wir. Und. Ich habe keinen Maustreiber geladen. Muss ich halt mit Tastatur rumspielen. Na? Sehen, da gab es so Spiele Gorilla, Money und Nibbles. Und Nibbles ist das, was man am meisten gestartet hat, gespielt hat. Nehmen wir es. Warum? How many players? 1. Novice. Increase Speed? Nein, weil das ist schon zu schnell. Wir haben Color Screen. Und dann Division durch 0. Weil es leider. Warum? Ganz einfach, die Maschine ist zu schnell. Und ich weiß, es ist wie Snake. Eigentlich das war das Nibbles von damals. Ja, und dann sind wir dann definitiv am Ende angekommen. Hat wieder sehr lange gedauert. Wie viel bin ich eigentlich jetzt? Anderthalb Stunden mal wieder. Aber ja, dauert halt so, wie es dauert. Und dann sehen wir uns sicherlich in einem anderen Data Team TV Video wieder. Und wenn nicht, ist wie gesagt, macht ich wie ihr wollt. Könnt eine meiner anderen Videos schauen, mit dem zum Beispiel mit meinem Vernasche die Welt, wo ich Videos mit meiner Frau mache. Oder hier, wie gesagt, die Windows-Videos oder mal wieder ein Docker-Video. Ich weiß nicht, wann ich da wieder mal was mache. Könnt mir ja reinschreiben, was ich machen soll. Wie gesagt, einfach auf ict.fans vorbeigehen, ist.fans. Ich werde auch die verschiedenen Treiber und so und Patches zur Verfügung stellen. Auch wieder hier für DOS 6.2.2 und Windows 3.11 werde ich das zusammenpacken. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das noch heute fertig bringe, weil ich habe noch einiges andere zu tun. Aber wie gesagt, wird sicherlich in den nächsten Tagen dann auch auf der Webseite unter Shared Files zu finden sein. Und dann in der Rubrik Retro. Ich zeige es einfach einmal. Zuck.
ICT.fans. Und dann hier unter Variables habt ihr die Shared Files. Und dann habt ihr hier Retro Operating System, wo ihr dann die Patches findet. Wie ihr seht, hier die Sachen für Vista, für Millennium, dann alte VMware Tools. Da müsste eigentlich noch mehr rein drin stehen. Ich muss mir dann die Seite nochmal anpassen, dass das mehr angezeigt wird. Weil das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6 Artikel. Das geht, das reicht nicht. So, und dann sehen wir uns in, wie gesagt, vielleicht wieder in einem anderen Video. Bis dahin, ups, etwas geflacklere, weil ich hier hin und her sprang. Bis dahin, tschüss.